Lieben, heute gibt es wieder eine kleine Wunschreview. Ich habe ja noch eine Liste abzuarbeiten und ja, heute gibt es wieder einen Einzelband und zwar dieses Mal ist das Script Feeling Blue. So. Von Arina Tanemura heißt der. Das ist ein Einzelband, ist eins ihrer frühen Werke. Ist von 1996 und ja, in diesem Einzelband gibt es vier Short Stories. Die erste heißt so wie der Manga auch, Script Feeling Blue. In dieser geht es um Kajika, sie ist eine Ninja und die Gruppe der Hayato wollen ihrer Familie, beziehungsweise ihre Familie besteht nur noch aus ihr und ihrem Großvater, die Geheimwaffe klauen, also eine Geheimwaffe. Und ja, sie darf allerdings niemandem sagen, dass sie ein Ninja ist, sie muss es halt verbergen, das ist ja halt auch eine Aufgabe der Ninja, außer ihr bester Kumpel Tanimoto weiß es halt keiner und sie ist eine ziemlich gute Ninja und ja, also sie lebt darin halt richtig auf. Und in dieser Geschichte geht es halt einmal um Liebe auch. Und aber natürlich auch um die große Sache, was ist die Geheimwaffe der Familie? Weil Kajika weiß selber nicht, was die Geheimwaffe ist. Und wer sind jetzt genau die Hayato? Wer ist die Hayato-Ninja-Familie? Und es ist eine ziemlich spannende, lustige und auch süße Geschichte. Ja, die zweite heißt This Love's Non-Fiction. Ja, und da geht es um Karin. Sie soll Yuri helfen. Yuri hat einen Brieffreund und hat diesem Brieffreund Karins Foto geschickt, weil die beiden wollen sich treffen. Und ja, nun muss Karin also einspringen und sich mit Ryo treffen. Und als sie Ryo dann das erste Mal sieht, kriegt sie total Herzklopfen. Und als er dann auch noch sagt, dass sie ins Aquarium gehen, ist es für sie alles so, oh mein Gott, sie ist nämlich ein totaler Aquariums-Fan und liebt Delfine über alles. Und natürlich geht Yuri dann hinterher, weil sie natürlich wissen will, wie läuft das und sie will ja nicht, dass da irgendwas schief läuft. Ja, und ein komisch gekleideter Typ kommt dann auch noch hinterher und ja, in dieser Geschichte geht es dann halt so ein bisschen um ja, verzwickte Liebesangelegenheiten und ist auf jeden Fall ziemlich lustig, muss ich sagen. Also ja, es ist zum Lachen, auf jeden Fall. Dann die dritte Kurzgeschichte heißt Romance Heroine in the Rainy Afternoons. Ja, in dieser Geschichte geht es um Minori. Sie will immer unter Takatos Schirm und hat sich halt in ihn verliebt, als sie mal unter seinen Schirm durfte. Und von jetzt an will sie halt immer unter seinen Schirm, wenn es regnet, und nimmt extra nie einen mit. Und er ist so ein bisschen total genervt davon, denn ja, sie erfährt kurz darauf, dass Takato halt ein Frauenhasser ist, da er damals ein Mädchen seine Liebe gestanden hat und ziemlich mies abgeblitzt ist. Also er wurde ziemlich blöd stehen gelassen. Das Mädel ist damals einfach abgehauen und als sie das hört, ist sie zutiefst betrübt, da sie selber mal jemanden so abblitzen lassen hat und ja, heult sich dann so ein bisschen aus, dass sie das halt alles so mitnimmt. Er weiß allerdings nicht, warum sie auf einmal weint. Also sie sagt ihm jetzt nicht, dass er ein Frauenhasser ist. Sie gesteht ihm dann einfach mal so schnell ihre Liebe. Und ja, jetzt geht es halt erstmal darum, warum ist Takato dieser Frauenhasser? Also wer ist dieses Mädchen, was ihn damals abblitzen lassen hat? Und was sagt er zu der Liebeserklärung von Minori? Ist auch wieder sehr amüsant und süß, aber auch. Und ja, die letzte Love Story heißt Second Love. Da geht es um Mana. Sie ist verliebt in den Freund ihrer besten Freundin. Allerdings funkt ihr immer Nakamura dazwischen, denn er will, dass sie seine Freundin ist. Also er ist in sie verliebt. Aber sie darf natürlich eh nichts mit diesem anderen Jungen anfangen, da halt ihre beste Freundin mit ihm zusammen ist. Und das ist halt eine ziemlich verzwickte Angelegenheit. Und ja, da geht es dann halt auch wieder um Liebe und wer mit wem und wie. Und halt so eine typische kleine Liebes-Short-Story. Ja, Fazit zu dem Manga. Süße, lustige Kurzgeschichten auf jeden Fall. Man sieht am Zeichenstil, dass es schon ja, ziemlich lange her ist. Also man sieht schon, dass der Zeichenstil älter ist. Also es ist natürlich so ähnlich wie bei Jan. Ion ist noch ein bisschen älter, das sieht man auch. Aber es ist halt so ein Zwischending zwischen Jan und Ion vom Zeichenstil. Man sieht natürlich schon ein bisschen die Unterschiede zwischen Ion und Script Feeling Blue und auch zwischen Jan. Und wenn man sich dann nochmal einen ganz neuen Manga, zum Beispiel Prinzessin Sakura oder My Magic Fridays daneben liegt, sieht man natürlich einen riesen Unterschied. Aber ich finde, dass ihr Zeichenstil damals schon ziemlich schön war und ich bin einfach ein Fan von ihr. Ich mag ihre Mangas, ihre Geschichten sind eigentlich immer super, haben Humor, haben Liebe, haben ja einfach alles, was ein guter Shoujo braucht. Und
Deswegen, ich finde den Manga super und ja, das war's zu Script Filling Blue und die nächste Review ist nicht zu einem Einzelband. Ich glaube, ich habe die Einzelbände jetzt fast alle durch. Ne, Quatsch, ein paar von Koyoro stehen noch auf meiner Liste, aber die kommen erst ein bisschen später, die stehen ganz weit unten. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns dann vielleicht im nächsten Video.